Hallihallo, liebe Leute, und wir machen weiter mit Legend of Zelda A Link to the Past. Und wir gehen in einen leeren Raum, na klasse. Wir befinden uns im vierten Dungeon. Und hier würde sich eigentlich der Boss befinden, na klasse. Okay, den ich aber noch nicht bekämpfen kann. Nein, dazu muss ich erstmal was machen. Ja, nachdem ich im letzten, oder beim letzten Mal ja lange gebraucht habe, bis ich in den vierten Dungeon reinkam, muss ich jetzt versuchen, hier jetzt weiter endlich durchzukommen. Jetzt, wo ich hier, ja, drinnen bin und, ja, versuchen muss, durch diese ganzen Irrwege hier zu finden. Was wirklich ziemlich anstrengend sein wird, aber gut, ich werde mal schauen, wie ich mich hier schlagen werde. Hoffentlich, na gut, im letzten Dungeon bin ich ja schnell durchgekommen. Das einzige Problem, was ich ja hatte, war, in diesen verdammten Dungeon reinzufinden. Aber da bin ich froh darüber, dass ich das doch noch hingekriegt habe. Oh Gott, was, ach so, diese Gegner sind das. Die kann man nur angreifen, wenn sie ihre Dinger da ausgespuckt haben. Und da muss man schnell zuschlagen, bevor sie sich wieder diese Schutzhülle da einverleihen. So, was sagt Karte? Links oder oben? Ist egal, okay. Ich würde sagen, da gehe ich erstmal oben. Okay, da kam ich nicht weiter. Da habe ich nur diesen einen Gegner hier am Hals. Zwei Gegner. Okay, jetzt ist keiner mehr. Na gut, da muss ich von links kommen. Auch gut. Ah, lass mich. Wow, wow, wow. So. Ist hier irgendwo ein Schalter? Weil, wenn hier kein Schalter ist, dann habe ich ein Problem. Nicht nur eins. Okay. Jetzt bekämpfe ich euch erstmal hier, ihr verdammten Schleimgegner? Keine Ahnung, wie man die jetzt nennen kann. So. Zeig mir deinen Schleim. Und da ist eine Tür. Hoffentlich ist da ein Schalter drin. Bitte, sei ein Schalter da drin. Na also. Och du Scheiße, wenn ich den jetzt betätige, habe ich ein Problem. Nicht nur eins. Gleich 1, 2, 3, 6 Stück. Na klasse. Aber ich habe einen Schlüssel. Sollte ich erstmal... Nee, da gehe ich ins nächste Stockwerk. Nee, ich werde mich erstmal darum kümmern, dass ich den Schalter aktiviere. Und... na gut. Jetzt vorsichtig bin. Wow. Ich hasse diese Dinger. Aber gut. Dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier rechts finden. Hoffentlich irgendetwas Nützliches. Wer nicht, sonst... Okay, wir finden einen Weg nach unten und noch mehr Türen. Unten oder oben? Unten oder oben? Ich habe keine Ahnung. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt mal was anderes. Ich gehe erstmal wieder links. Und zwar habe ich erstmal was vor, bevor ich dann in den Keller gehe. Ja, mir ist gerade etwas eingefallen, was ich oben machen muss. Ich hoffe nur, ich kann das auch schon machen. Na, das war Kamikaze. So, warten. Und jetzt durch. Gut, geht doch. So einfach macht man das. So erspart man sich einiges an. Ach du Scheiße. Probleme. Ich glaube, ich muss den Schalter aktivieren, obwohl da ist nur Sahasrara. Der gibt mir nur unnützliche Hinweise. Oder Hinweise, die ich nicht brauche. Hier ist ein Schalter. Nein, was seid ihr denn? Ihr seid Totenkopfschlangen, okay. Auch nicht schlecht. Sieht aber sehr interessant aus, diese Schlangenart. Na komm her, du musst auch weg. Und dann kann ich hier weiter. Und hier sehen wir Licht. Licht. Ah, Mensch. Licht, welches wir brauchen werden. Oh ja. Jetzt muss ich nur gucken. Bin ich schon über den Raum, über den Boss rum? Nein. Das heißt, ich muss noch weiter rechts. So, da muss ich jetzt gucken, dass ich da irgendwie... Ich glaube, irgendwas muss man da... Obwohl, draufwerfen geht nicht. Irgendwie muss ich das auf jeden Fall jetzt kaputt brechen, da oben. Dieses Loch. Moment, was haben wir da drin? Ach, komm her. Bomben, okay. Ah, okay. Dann versuche ich mal, die Bomben hochzuheben. Die kann ich ja auch heben, wie ich gerade jetzt merke. Gut. Also, Y legen und mit A nehmen und schnell werfen. Scheiße, zu weit. Okay, jetzt aber. Na also, wir haben schon mal... das Boss-Problem gelöst. Das heißt, wir könnten jetzt schon theoretisch zum Boss. Aber ich will jetzt noch den Keller erkundschaften. Schließlich brauche ich noch das Item, was hier in diesem Dungeon haust. Ja, das ist sehr wichtig, um weiter voranzukommen. Ich könnte jetzt auch abkürzen. Obwohl, na, schade, ich bin zu leicht für das Ding. Da hätte ich eine Bombe benutzen müssen. Aber gut, laufen wir lieber ein bisschen. Das wird Link nicht gerade umbringen. Ich meine, er hat ja diese Pegasus-Schuhe, womit das recht schnell geht. Gott sei Dank.
Ohne Schuhe hätte ich ein Problem. So, dann wollen wir mal schauen, was wir da im Keller finden. Ich hoffe, da ist auch die Truhe. Die muss da sein, weil in anderen Räumen sehe ich die nicht. Also gut. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Okay, wir finden schon mal einen riesigen Felsen, den ich noch nicht beseitigen kann. Irgendwo, ich glaube, da unten rechts ist ein Schalter. Ich hoffe es mal. Meine Herzen neigen sich da dem Ende zu. So, okay, so geht's auch. Da muss ich es eben durch Gegner öffnen. Ich muss sowieso jetzt hier rein. Okay, da kann ich auch noch nicht weiter. Oh nein. Nein, lass mich hier. Oh, okay. Moment, Ruhe. Ah, ich hasse diese Quallen. Schlüssel habe ich keinen, dann muss ich hier rechts. Dann muss ich nochmal rechts? Na klasse. Irgendwo muss ich ja einen Schlüssel kriegen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, klasse, hier kriege ich schon mal keinen. Oder hast du vielleicht einen? Nein, natürlich nicht. Irgendwo habe ich einen Schlüssel verpasst. Oh, okay. Ich habe doch einen Schlüssel. Da braucht man also den großen Schlüssel für. Und ich habe gerade eine Fee verschwendet. Die brauche ich doch noch für den Boss. Scheiße. Na gut, zwei Feen habe ich noch. Also muss ich jetzt vorsichtig sein. Hier gibt's Gott sei Dank Kerzen. Ja, und Magiekrüge. Die brauche ich nicht unbedingt. Aber schadet auch nicht. Oh, okay, hier haben wir... Ah. So, dann fühle ich mich besser. Ich danke dir, Süßer. Du hast mir das Leben gerettet. Bist du nicht normalerweise in einem Kristall? Begleite mich nach draußen. Bist du dir sicher, dass ich das tun sollte? Du kommst mir ein bisschen merkwürdig vor, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß auch schon, wo ich dich am besten hinschicke. Oh ja, ich bin ganz böse. Aber erstmal will ich hier das Item holen. Sehr wichtig. Links, Tür öffnen. Und da müsste es, glaube ich, auch sein. Ja, genau hier von diesen komisch aussehenden... Ja... Für mich sind das Maulwürfe. Ich habe sie immer als Maulwürfe angesehen. Und wir haben die Titanhandschuhe. Damit kannst du die dunklen, schweren Steine heben. Die vorher nicht von... die vorher nicht von der Stelle zu bewegen waren. Yeah, ein Wunder. Wir sind mächtiger. Und der Boden zerfällt. Wenn ihr mir nicht beeilt, hätte ich ein Problem gehabt. Aber gut, jetzt können wir endlich diese riesigen Dinger hier wegheben. Das werde ich euch auch gerne mal demonstrieren. Wenn ich hier alle durchkomme, so. Am besten gleich bei diesem Stein. Huh! So. Okay, das war keine gute Wahl, was sagt die Karte? Ich bin in der Sackgasse. Okay, dann muss ich die Qual besiegen. War also doch ein schlechter Punkt, euch das zu zeigen. Mist. Egal, sind doch Gott sei Dank nur blaue Quallen. Keine roten, die sich noch extra teilen. Ach ja, schöne Förderbänder, die mich hier transportieren. So, bloß weg hier. Hier gibt es auch keine versteckte Wand, brauche ich gar nicht probieren. Gut, dann kann ich mich jetzt darum kümmern, dass ich hier dieses Vibe loswerde. Oh ja, ich sag Vibe dazu, weil das kein echtes Vibe ist. Die trickst uns nur aus. Und jetzt werde ich erstmal diese Gegner hier besiegen. Ja, die hat nichts Gutes im Schild, führt nichts Gutes im Schild. Ich erkläre euch auch gleich noch warum. Warum, weshalb, wieso. Und so. So, okay. Wieso öffnet sich die Tür nicht? Ach so. Okay, Frage beantwortet. So. Dann gehen wir mal in diesen leeren Raum, wo wir ja jetzt normalerweise Licht haben müssten. Ja. Und nun zeige ich euch mal was. Ja, die Bossmusik. Ja. Das ist viel zu hell. Ja, in Wirklichkeit ist es ein Boss. Er wollte uns täuschen. Und er wird auch blind genannt, wenn ihr euch erinnert. So, jetzt muss ich nur gucken, wie man den am besten nochmal besiegt. Ich glaube, einen Kopf treffen. Zwei Feen? Okay. Ich versuch's mal mit Feuer und Bogen. Vielleicht bringt die auch was. Ja. Ich muss mich am besten vor seinen Lasern in Acht nehmen. Sonst muss ich erstmal zielen lernen mit Feuer und Bogen. Ah, okay, das bringt schon mal nichts. Dann muss ich das Schwert benutzen. Ah, okay, jetzt habe ich schon mal... Sehr gut. Ah, jetzt schießt er mit Feuerbällen. So. Attacke. Ah, Mistkerl. Ah, jetzt muss ich abhauen. Genau. Ja, Gott sei Dank habe ich das Schild gegen Feuerbälle, wie auch immer. Ja, genau aus diesem Grund hasse ich ihn. Ihr seht schon, er lässt seinen Kopf weiterfliegen, so lange bis ich ihn besiegt habe. Und dann diese ganzen Feuerbälle.
da heilend durchzukommen, das ist richtig mies. Zwei Feen habe ich noch. Ich muss jetzt aufpassen. Ich glaube, einmal muss ich das Ganze noch machen jetzt. Also zwei Köpfe werden jetzt nämlich noch ein bisschen rumplagen. Scheiße. Und dann geht die Party richtig los. Dann habe ich es hoffentlich geschafft. Okay. Ja, in diesem Bosskampf empfehle ich euch, holt euch eine Menge Feen. Und dann einfach draufhauen. Nichts anderes tun. Irgendwann muss er kaputt gehen. Ja, er ist weg. War ja doch etwas einfacher als erwartet. Aber gut, er ist nervig. Das könnt ihr mir glauben. Und wir kriegen den vierten Kristall. Hui, yay, yay. Ging ja doch etwas schneller als erwartet. Aber diesen Bosskampf hasse ich. Den habe ich noch nie ohne eine Fee zu benutzen geschafft. Glaubt mir, Leute.